Übrigens haben die Kippen für sich ganz unterschiedliche Pläne, was das Anreisen anbetrifft. Die Deutschen fliegen, wie gesagt, in der Nacht vom 25. auf den 26. von Amsterdam nach Hongkong. Die Niederländer erst Anfang August und sogar noch ein paar Tage später, erst um den 7. August herum, die Schweizer. Die Frage ist, wann muss ich da sein? Wann haben sich die Pferde akklimatisiert? Und die Deutschen sind schon seit 2-3 Jahren auch immer wieder in Hongkong, auch in Test-Events unterwegs gewesen, um das herauszufinden. Kein Test-Event, der große Preis hier für Steve Gerdard. Er reitet diesmal innerhalb der erlaubten Zeit ins Ziel und bleibt strafpunktfrei und beendet mit nur einem einzigen Zeitstrafpunkt den großen Preis von Aachen. Der junge Mann, der auch schon zweimal Teammedaillen bei Europameisterschaften gewinnen konnte. Er hat sich zu einer Persönlichkeit im Sattel entwickelt, dessen Vater früher selbst bei großen Championaten die Schweiz vertreten hatte, sein Vater Philippe Gerdard. Das ist meine Mama.